Servus, grüß euch, bin der Robert von Travel One, Unterstrich Oberländer. Ich habe jetzt bei dieser Alu-Schiene oder Alu-Kalotte, wie man das immer nennt, da gibt es aber ein eigenes Video, hat die Firma, die diese Kabine gebaut hat, richtig gepfuscht. Ja. Die haben diese Kalotte nicht richtig verklebt, da hat man teilweise reinfahren können, das zeige ich bei einem anderen Video noch. Und ich bin jetzt hergegangen, habe oben den Silikon, weil das ist alles gerissen gewesen, habe ich alles rausgekratzt, was gegangen ist, geputzt und habe das jetzt neu mit meinem Innotec, also Adhesivkleber. Den kann man nämlich für das verwenden, da war nämlich der Vertreter da und den habe ich extra gefragt. Habe ich das ausgeklebt, komplett ausgefüllt, was gegangen ist. Mit Druckluft natürlich, das kannst du mit der Hand gar nicht mehr machen, mit einer normalen Kartusche. Und dann da jetzt einmal eine Kante gesetzt, damit das einmal da alles auch wasserdicht ist. Und habe mir gedacht, ich mache jetzt nicht nur, weil es praktisch ist, sondern auch, weil es schön ausschaut. Das lasse ich mir Anthrazit-Geschichten, so Alu-Blank. Das kommt jetzt dann da so drauf, bis zu der Klappe, nach hinten zur Heckklappe. Und jetzt muss ich die Folie runterschneiden, den Teil, weil das wäre nicht gut, wenn man das da drauf gibt. Unser Fahrzeug ist komplett foliert, die Kabine. Zuerst wollten wir es lackieren lassen, auch bei dieser Firma, dessen Namen ich nicht sagen darf. Und das hätte dann noch länger gedauert mit Lieferzeiten und was weiß ich. Jetzt haben wir dann gesagt, was können wir machen? Und da haben wir dann natürlich auch wieder andere gefragt und gesagt, darf es folieren, wenn einmal was sein sollte, weil wir fahren ja doch immer bei Bäumen vorbei und da schreiben, die Folie kann man immer wieder austauschen. Und das werden wir auch so machen, wenn es einmal soweit ist. Und jetzt ist das geklebt, foliert und darum muss ich die Folie jetzt da abtrennen, damit ich das dann da hinten auch kleben kann und natürlich schrauben tue ich es auch ein bisschen. Mit diesem Stück Aluschiene kann ich dann problemlos die Folie vorritzen, die ich dann mit dem Heißluftföhn abziehen werde. Vorigen Sommer waren wir im Elsass, da haben wir uns einen Aufkleber gekauft, den versuche ich jetzt abzuziehen. Der hält aber richtig gut. Wie extrem gut dieses Wappen da halten wird, was wir uns draufgeklebt haben. Und die Folie reißt nicht runter, also perfekt. Das ist ein super. Wie heißt die von XM, glaube ich. Wir müssen jetzt mit unseren lieben Heißen holen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, sehen sollten wir auch was. Vorsichtig mit dem Messer unter die Folie kommen und dann schön langsam abziehen. Natürlich mit dem Heißluftföhn, dann geht das am einfachsten. Und nicht zu weit mit dem Heißluftföhn bei einer Folie, sonst reißt sie auch oder die andere wird beschädigt. Das soll ja auch nicht sein. Die Folie ziehe ich deswegen ab, also dort, wo die Airline-Schienen hinkommen, weil wenn ich die auf die Folie kleben würde, dann würde sich das sicher irgendwann lösen und das ist nicht so gut. Und so kann ich mit meinem Kleber dann direkt auf das GFK von der Kabine draufkleben. So, jetzt bauen wir noch Airline-Schienen daher und die passen wir da jetzt da an der Kante da an. Da werden dann noch neue Löcher und geklebt natürlich. Und dann können wir da auch was montieren. Schauen wir mal, wie das da jetzt ausschaut dann. Hier passe ich die Airline-Schienen im Rohzustand ans Fahrzeug an. Vorne habe ich sie abgeschrägt und hinten kommt dann eine Abschlusskappe. So. Ich muss das Ding rausbringen.
Das wird aber gut. Schauen wir mal. Das ist jetzt der Arsch. Ich habe noch gar nicht erklärt, warum mache ich das eigentlich. Und zwar aus diesem Grund. Nicht nur, weil diese Airline-Schienen dann geil ausschauen, sondern weil die Firma, das habe ich ja am Anfang erklärt, so gepfuscht hat und ich mir dann gedacht habe, wenn ich jetzt diese Eckwinkel noch einmal richtig abklebe und ausfülle, als Sicherheitsmaßnahme habe ich mir dann eben diese Airline-Schienen überlegt, die setze ich da vorne noch drauf, dass ich nochmal doppelten Schutz habe gegen Wasser, dass mir da nie wieder was passiert. Glück mit dem Wetter hatte ich natürlich auch. Es ist Februar und die Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad sind natürlich ideal für solche Arbeiten. An der Fahrerseite gelingt mir das mit dem Abziehen jetzt schon besser, wahrscheinlich auch, weil die Sonne da schon hinscheint. Aber beim zweiten Mal wird man ja immer besser, habe ich gehört. Es ist vollbracht. Die Airline-Schienen sind jetzt in Anthrazit beschichtet worden. Packen wir sie einmal aus. Schauen wir, wie die geworden sind. Schon super aus. Danke Thomas, dass du das so gut eingepackt hast. Also die sind echt schön geworden, super Geschichte, ein Traum. Schauen wir, ob das dort auch dazu passt. Ich habe schon alles vorgeschnitten. Super, gefällt mir sehr gut. Ist zwar nicht hundertprozentig, aber das ist halt schwierig mit der Folie. Aber es schaut super aus. So, als erstes werde ich jetzt einmal, ich habe drei Löcher vorher schon gebohrt in die Alu-Schiene und werde jetzt solche Blechtreiber reinschrauben, mal, dass das die Löcher vorgegeben sind. Jetzt muss ich noch die Löcher vorbohren. Das mache ich gleich mit diesen Einbohrschrauben. Die sind so wie Blechtreiber zu behandeln, da braucht man nichts mehr vorbohren, sehr praktisch. Und natürlich sind es wieder Nierosterschrauben. Nur ganz zart anziehen. Ich habe in die Schienen nur drei Löcher gebohrt, weil die Schrauben dienen ja eigentlich nur zum Halten, bis der Kleber dann richtig gut hält. Jetzt müssen wir schauen. Mal da den Kunststoff ein bisschen abtragen. Nicht zu viel. Aha. So, da, ja, passt. So, wird mal wieder warm. Okay, dann bauen wir es wieder ab und richten das Herz zum Anlegen.
So, und jetzt ist wieder ganz wichtig, putzen. Da ja wieder alles mit meinem Lieblingskleber von der Firma Innotec Kleber, nehme ich natürlich auch das passende Reinigungsmittel dazu. Das mache ich da und dann natürlich auch die Schienen. Ganz wichtig, ich gebe nur Empfehlungen ab von den Produkten, die ich verwende, weil ich sie eben selbst verwende und ich schon einiges versucht habe und gemacht habe. Und wenn ich von etwas sehr gut überzeugt bin, dann empfehle ich euch das natürlich weiter. Gerade war der Thomas da und mein Nachbar und Freund. Und ich soll erwähnen, hat er mir gebeten, dass er ein bisschen schüchtern, also nüchtern, dass er das beschichten hat lassen. Ich darf aber nicht sagen, wo oder wie auch immer, gell? Aber vom Thomas. Danke Thomas, du bist super. So, und jetzt haben wir das Ganze mit dem Kleber auftragen. Das haben wir es ja gerade, das habe ich gerade erklärt. Und ich mache das mit der Luft, das ist nämlich. Da kann man viel schöner dosieren. Das Tolle bei dem Kleber ist, etwas andrücken und er fängt schon an zu halten. So, das Reinigen mache ich mit einer Mikroverdünnung, ganz normale Waschverdünnung. Hier reinige ich jetzt die Schraubenköpfe, wo es den Kleber rausgedrückt hat. Jetzt sieht man, das zahlt sich aus, wenn man die Schienen vorbohrt, denn beim Einkleben brauche ich mir nur mehr die Löcher suchen mit und die Schrauben reinstecken und reindrehen und fertig. Die Schienen sind jetzt aufgeklebt und eingeschraubt und jetzt dichte ich rund um die Schienen herum noch einmal alles ab, damit das ja wirklich hundertprozentig dicht ist und ich dann nie wieder irgendwelche Probleme habe. So eine Kartuschenspritze mit Druckluft ist wirklich ein Segen. Mit der Hand kannst du das nie so schön aufziehen. Man kann sich dann nur mehr aufs Aufziehen konzentrieren und braucht auch keine Kraft mehr. Diesen Adhesilkleber, den ich hier verwende, muss man mit einem Mittel, entweder Nitro oder mit dem Seal, einsprühen, sonst kann man das nicht schön abziehen. Ich habe dann noch eine Spachtel, eine normale Silikonspachtel und dann funktioniert das wunderbar.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ. Bitte, wenn es euch gefallen hat, abonnieren und Daumen hoch, das wäre super. Im nächsten Video zeige ich euch dann, was ich machen musste an diesen Eckwinkeln. Da werde ich das dann genau zeigen und erklären. Schaut euch das an, wie schön das wohl ist. Herrlich. Ich habe so eine Freude. Und das ist so, so toll. Das ist